Zalborn. Und Ginyu. Na, Mädels? Also vor allem du, Yesta. Ich darf jetzt fliegen! Okay, was willst du mir beibringen außer Tunden-Kung-Fu, hä? Du wohnst also auf diesem Planeten. Du scheinst jedenfalls sehr viel Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben. Gedenkst du auch, diese Fähigkeit in unseren Dienst zu stellen? Wenn du mir zeigst, was du kannst und mich überzeugst, dann kann ich dir einen Platz in unseren Reihen anbieten. Ich heiße Zalborn. Ich bin die rechte Hand von Lord Freezer, dem Herrscher des Universums. Komm wieder und sprich mit mir, wenn du Interesse hast. Ich kann dich zu einem Spitzenkämpfer machen. Vorausgesetzt, du hast das nötige Temperament und die nötige Motivation. Du bist also hier, um mir zu zeigen, was du kannst. Hm, hervorragend. Du kannst ein gewisses Potenzial. So dann, lass uns mit dieser Prüfung Kraft und deines Gedächtnis beginnen. Selbst wenn du stark genug bist, um einen Planeten zu zerstören, nutzt du uns nichts, wenn du dir das Gelernte nicht merken kannst. Zuerst bringe ich dir eine einzelne Technik bei, die du im Kampf gegen mich benutzt. Verstanden? Ja, ja. Alter, anstrengend. Verwegenes Lachen. Schließe Lektion des Ausbilders ab. Klar, warum nicht? Weil er blöd ist, deswegen, aber egal. Zalborns Prüfung. You should be glad to be graced with the honor of receiving my tutelage. You remember what I taught you, yes? I do hate repeating myself. Ich habe den Angriff jetzt zweimal ausprobiert. Reicht mir. Also irgendwie scheine ich nur langsam geworden zu sein, nicht du? That'll do for now. I believe I shall go and bathe myself. Ja. Bah. Mich schaudert. Ich habe absolut nichts dagegen, dass du dich uns anschließt. Es wäre sogar Verschwendung, dich als einfache Fußsoldaten mitzunehmen. Fürs Erste bringe ich dir die Grundlagen des Kampfes selbst bei. Ja, ich helfe dir, deine Fähigkeiten zu trainieren. Lord Freezer wird stolz sein. Lass mal stecken. Ich kann fliegen! Ich würde gerne mal wissen, was da jetzt da hinten eigentlich ist. Lord Freezer! Hallo, Freezer. Yes? Ah, wie ich sehe, haben wir die gleichen Vorfahren. Außer meinem Vater habe ich schon lange niemanden mehr aus der Heimat gesehen. Und diese gemeinsame Ebene bringt mich auf eine Idee. Diese gemeinsame Ebene? Meinst du nicht eher dieses gemeinsame Erbe? Ich bin mir nicht sicher. Warum dienst du nicht unter mir? Du wirst zwar nie auf mein Niveau kommen, aber als jemand aus meinem Volk dürftest du eine gewisse beachtliche Stärke besitzen. Komm wieder, wenn du dich entschieden hast. Ich warte auf dich. Also, ich habe Mittelmäßiges von dir erwartet, aber mit solch einer Stärke? Ich glaube, das wird unser letztes Gespräch sein. Geh mir aus den Augen, du Nichtsnutz. Was? Bist du nicht stark genug, oder wie? Yes. Arschloch. I'll be back. And then you will perish. Lord Freezer. Na, Posentrante, du? Hey, du Idiot! Hoch mit dir! Gerade stehen! Du kommst ja rüber wie ein Gammler! Gut, du hast einen robusten Körper und scheinst das Kämpfen gewöhnt zu sein. Aber am wichtigsten ist, dass du Feuer in den Augen hast. Gut, der andere muss das nicht sagen, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich will gute Ergebnisse von dir sehen. Die Bühne gehört dir, also geh mit deinen Kräften bis ans Limit. Ausgezeichnet! Mein fantastischen Partner und ich werden dir deinen Wunsch erfüllen. Mit diesem Spezialkurs des Ginyu-Sonderkommandos bist du um 0, nichts als Elite-Soldat bei der Freezer-Armee.
Nein, nein, du musst nicht antworten. Ich weiß, was du sagen wirst. Wer könnte ein derart wunderbares Angebot ablehnen? Endlich bist du bereit. Du hast uns ganz schön lang warten lassen. Es ist an der Zeit, dich einer einfachen Prüfung zu unterziehen. Überrascht? Dann wart mal ab, welche Überraschung das Schlachtfeld für dich parat hat. So, verbessern wir uns. Du magst vielversprechend aussehen, aber das hat keinen Einfluss darauf, wie hart ich zuschlage. Also, begib dich zum Prüfungsort. Es wird Zeit für deinen Spezialkurs. Na dann los. Kampfpose F. Ich komme. Genius Prüfung. In Kampfpose F sinkt ermittelter Schaden für begrenzte Zeit deine Ausdauer statt deiner Gesundheit. Außerdem taumelst du nicht, wenn du Schaden erleidest. Aha. Okay, keep quiet now. Kampfpose F. Okay, you pass. Now prove your joy by doing a little dance. Ja, später vielleicht. Kampfpose F, die ich nie benutzen werde. Kommt mir vor wie so ein bisschen Schummeln. Außerdem habe ich nie Ausdauer, von daher, was will er dann an Kraft abziehen? I'm about to start a special class. I hope to see you all there. Du hast bestanden. Trotz des spontanen Tests konntest du einen kühlen Kopf bewahren. Gut gemacht. Du hast das Talent, das spüre ich. Ich freue mich auf deine Entwicklung. Ich freue mich darauf, deine Entwicklung mitzuerleben. Das ist für heute alles. Mach ein paar Übungen zum Abkühlen und pass auf dich auf. Allrider. Ich kann fliegen. Heartbreak. Mach uns keine Schande, Heartbreak. Kann ich ihn mitnehmen? Ich meine, besiegen kann ich sie ja offenkundig nicht, deswegen Dracula? So, you are the guy they call Dracula. I expected someone taller. Hier oben sind übrigens mittlerweile die Dragon Balls stationiert. Hat jetzt zufällig einer einen liegen lassen? Nein. Schade. Ja, wie gesagt, uns fehlen noch drei davon. Wo kriege ich denn die her? Keine Ahnung. Soko. Patroller. Ne, sind irgendwie alle nichts gegen die Frau, die da unten ein NPC ist. Mal gut, sind im Prinzip alles NPCs, aber manche sind mehr NPCs als andere. Wenn du verstehst, wie ich meine. Du, wir halten dich für very lustig? Ich glaube schon. Es ist interessant, wie die Orte in der Ferne so verschwinden, als würden sie fast nur noch irgendwie Hintergrundgemälde sein. Das war Muba. Nichts verwechseln mit Mafuba. Was ist denn das hier heute? Ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich brauchbare Sachen noch haben. Hey! Ah, da bist du ja. Ich habe gerade eine besondere Lektion für dich vorbereitet. Als nächstes bringe ich dir die Oran-Kombo bei. Wenn du interessiert bist, sag's mir. Und, brauchst du mich? Trainiere mich! Was willst du lernen? Na, Lektion 2!
So, man kann die also doch schon einfach so ohne alles. Wie jetzt? Ohne alles? Die sind aber nett. Also, bewirkt eine schnelle Serie von Angriffen. Diese Technik ist blitzschnell, schwer zu umgehen und daher bestens für Kombos geeignet. Der abschließende Angriff lässt den Gegner zu Boden gehen. Alright, it's time to train. Use what I taught you to try to beat. Relax. I said you should try to beat me, but we're just sparring, alright? I knew you'd do it. Looks like I should start fighting a little more seriously myself. Run! Combo! Great work. That's enough for now. You know, you're a lot better than I was when I started training. I look forward to seeing just how far your potential will carry you. Ich dachte, er sagt mir jetzt, als er in meinem Alter war. Well done, Combo. Neues Ausbilder-Event verfügbar. Ha! So. Das ist eine der wichtigsten, grundlegenden Nahkampftechniken. Ist ganz einfach auszuführen und anzuwenden. Ist in vielen Situationen nützlich. So, genug für heute trainiert. Trainiere hart für die nächste Stunde. Das war meine beste Meisterstimme für den Kampfsport. Hey, das fühlt sich irgendwie seltsam an. Hast du noch mehr? Hey! Hey! Es war aber auch höchste Zeit, dein Training auf die nächste Stufe zu bringen. Beim nächsten Mal bringe ich dir meine Lieblingstechnik bei. Destructo Disc. Komm zu mir, wenn du sie lernen willst. Und? Trainiere mich. Los. Was willst du lernen? Na hier so, Lektion 2. Destructo Disc. Ohne ewiges Rumgelaber. Cool. Aber, hä? Lektion 2. Schließ Lektion des Ausbilders ab. Feuert eine Ki-Explosion ab, die nicht abgewehrt werden kann. Sie verursacht Schaden unabhängig davon, ob ein Gegner abwehrt oder nicht. Okay, let's get started. Yamcha will be joining us this time. Yamcha and I will run away from you. So use your skills to bring us down. Copy that? I've heard you're pretty good. But I won't let you catch me that easily. Boah, Leute. Destructo Disc! Destructo Disc! Okay, ich arbeite doch erstmal vor. Aber das tut mir leid, verlieren. Yamchu! Du bist hier das Weichei der Gruppe. Das werde ich dich auch spüren lassen, Kumpel. Wollen sie nicht wegrennen oder irgendwie so? Ich komme mir gerade ein bisschen blöd vor, wenn ich mich von dem verprügeln lasse. Krillin, das ist eine Scheißtechnik. Sie braucht viel zu lange zum Aufladen. Und trifft noch nicht mal, wenn sie soll. Alter! Wusstest du, dass Freezer die Attacke irgendwann mal geklaut hat? Trifft dieser scheiß Diskus auch mal? Vor allem habe ich keine Ahnung, wie viel er abzieht. Offenbar nicht sehr viel. Great work today. Geht doch. That's all for now. You're not a bad teacher if your student can do this well against us, Krillin. Didn't I tell you? My star pupil is gonna go far. Way to go! Even Yamcha was impressed. Ich glaube, er verarscht ihn mit Absicht. Na, na toll.
Ist mir egal, ich kann die später aufpowern. Jetzt erstmal die ganzen Angriffe einsammeln. Großartig! Du kannst mit mir und Yamchu mithalten. Sieht ganz gut so aus, als hättest du die Destructo-Disc gemeistert. Jetzt erkläre ich dir die Anwendung. Destructo-Disc ist eine Technik, die die Deckung deines Gegners überwindet und Schaden anrichtet. Wenn du gemeinsam mit einem Freund kämpfst, kannst du die Deckung des Gegners aufbrechen und dein Freund macht dann den Schaden. Tja, das ist zumindest die Idee dahinter. Setze sie ein, wenn du soweit bist. So, probiere sie einfach aus. Sobald du sie gemeistert hast, bringe ich dir eine neue Technik bei. Ah, okay. Krillin sind wir erstmal durch. Mit dir will ich jetzt gar nicht versuchen zu kämpfen. Es ist beim letzten Mal schon schief gegangen. Gut, wen als nächstes? Ich glaube, da hinten war Tenshin Han oder so, ne? Ja, oder so. Hello, I'm Gohan. Warte mal! Du bist Frieza! Oder nicht? Naja, eher oder nicht. Tut mir leid, ich habe dich für jemand anderen gehalten. Du wirkst überhaupt nicht böse. Ich spüre, dass du ein starkes, gütiges Herz hast. Du hast das gelernt. Na egal. Nett, dich kennenzulernen. Mein Name ist Son Gohan. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Lehrer sein werde, aber ich gebe mein Bestes. Soll ich Piccolos Methoden verwenden? Ich bin kein großer Kämpfer wie mein Vater oder Piccolo. Aber wenn meine Fähigkeiten dir nützen können, bringe ich sie dir bei. Also, ich freue mich drauf. Du willst wirklich, dass ich dich unterrichte? Nein, aber ich glaube, mir bleibt keine andere Wahl, um ein paar Angriffe abzustauben. Na gut, wenn du meinst. Aber bevor wir beginnen, ist es in Ordnung, wenn ich dich prüfe, um zu sehen, wie stark du bist? Das wäre wirklich hilfreich, damit ich weiß, was ich dir zeigen soll. Ja, komm, mach. Hauen wir zum Gohan, Klein. Der wird dann ziemlich traurig sein. Interessant. More than you, my little friend. I think you're a good enough fighter as it is. But I'll do whatever I can to help you grow, okay? But could you keep all this secret from my mom? She doesn't really know what I'm doing. Ja, ich werde deiner Mutter garantiert nichts davon erzählen, weil dann wird sie mich töten. Ich bin doch nicht blöd. Kleiner. Es gibt Leute, mit denen ich mich nicht anlegen will. Deine Mutter ist eine von denen. Diese Musik, jedes Mal so. Und dann geht das Lied in eine andere Richtung. Du hast es geschafft. Gut gemacht. Ich glaube, du wirst den Kurs, den ich mir ausgedacht habe, problemlos absolvieren. Komm vorbei, wenn du in der Stimmung zum Lernen bist. Na dann los. Hello, I'm Gohan. Hi, ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe ein paar neue Ideen für Lektionen. Die Kraft einer Technik ist egal. Wenn keine Verbindung zustande kommt, also können wir damit anfangen. Wie, was für eine Verbindung? Ich habe einen Freund gebeten, mir hierbei zu helfen. Was meinst du? Versuch es mal, wenn dir die Idee gefällt. Sag, was du lernen willst, dann kann's losgehen. Lektion, so, Krillin, okay, wieder. Was lernen wir diesmal? Böser Anstiegangriff. Okay. Okay. Versuchen wir es. Lektion Number 1. Stirbst nach oben, führst einen mächtigen Nahkampfangriff aus. Young teaching. I'm not used to it myself yet. Well, I'll be helping you out today, so don't worry. Thanks. Interessant, das zieht das Ding also ab. Ouch! Ha! Du kleiner Pisser, du kleiner Pisser, du kleiner Pisser. Ha!
Amazing! Your timing and power! They were both perfect! Ich mag seine Kombos irgendwie. Also seine super Angriffe, die scheinen, naja, was zu bringen. Im Gegensatz zu den meisten anderen, die andauernd ins Leere laufen. Nicht, dass ich mir am Ende nur noch ein komplettes Gohan-Set an Dings, Moves zulege. Klasse! Ich wusste, dass du das kannst. Aber Krillin war flink genug, um Nappa und Freezer Probleme zu bereiten. Ich bin wirklich überrascht, dass du ihn so einfach treffen konntest. Gut, genug gelernt für heute. Denk daran. Beobachte deinen Gegner genau und time deine Angriffe gut. Ich zerbreche mir den Kopf darüber, was ich dir als nächstes beibringen soll. Also gib mir noch ein bisschen Zeit. Oh my, do I want to go to Saarborn? Not really, but I think I don't have any choice. Hey! Sofort angehalten! Zeig mir dein Gesicht. Ich wusste, dass du zur gleichen Spezies gehörst wie Lord Freezer. Du hast das gut. Wenn ihr zur gleichen Spezies gehört, dann bist du ziemlich zäh, oder? Ich will gegen dich kämpfen, um es herauszufinden. Was frage ich mich auch, was Dodoria da macht? Weh, ich stürze danach wieder ab. Das gibt dann Kloppe, gibt das dann. Also, Doddy! Ich möchte jetzt nicht, dass Freezer irgendwie einen Untergebenen hat, der denkt, man könnte seine Spezies einfach verprügeln, also... Hättest du die Güte, einfach drauf zu gehen, ohne dass ich mich großartig anstrengen muss? Momentan sieht es zwar so aus, aber du scheinst dich gerade zu wehren, sobald ich darum bitte. Super Seele, ich bringe euch alle um und ich habe keine Ausdauer mehr. Super! Super, super, super! Kamehame! Weißt du, andere liegen erstmal weinend in der Ecke, aber nein, du musst ja sofort weitermachen. Du Mistvieh, du! Time Stand! Kamehameha! Bringt auch nicht viel, ich sehe schon. Verpiss dich, Kumpel! Danke, dass du direkt reingeflogen bist. Das war sehr hilfreich. Gewonnen! Darf ich weiter? Och Mann, oh! Was ist denn das? Das ist doof. Ich würde mal sagen... Ich beende die Aufnahme erstmal und hoffe, dass sie das demnächst fixen, weil das ist gerade ein bisschen nervig. Von meiner Seite aus dann also, als dann, bis dann.